Hallo zusammen. Ich habe noch etwas mit meinem Keyboard herumexperimentiert und wollte euch heute einmal zeigen, wie ich aus meinem Keyboard ein kleines Aufnahmestudio mache. Und zwar möchte ich Aufnahmen mit dem Sequencer machen. Ich habe mir ein ganz einfaches Stück ausgesucht, Amazing Grace, sehr bekannt. Und das soll ganz sparsam gespielt werden. Die Melodie mit einer Mundharmonika, die Begleitung mit einer Gitarre, auch die Flöte könnte einmal die Melodie übernehmen und das Ganze vielleicht noch unterlegt in der letzten Strophe mit Geigen. Wie gehe ich da vor? Ich nehme mir zunächst mal einen Grundrhythmus für das Tempo, und zwar ist das bei Amazing Grace der langsame Walzer. Den finde ich in der Gruppe Ballroom, English Waltz, Tempo 87. Diesen Rhythmus brauche ich nicht, nur wenn ich diesen Rhythmus aktiviere, dann wird nachher mein Metronom für die Sequencer-Aufgabe genau die richtige Geschwindigkeit haben. So, die Aufnahmen sind eigentlich ganz einfach. Zunächst einmal spiele ich eine Gitarrenspur ein, und zwar die Konzertgitarre. Auf der ersten Spur. Wenn man eine Gitarre spielt, muss man natürlich auch wissen, wie spielt tatsächlich so eine Gitarre. Bei der Gitarre ist der tiefste Ton dieses E. Danach ist Schluss. Und eine gezupfte Gitarre, da werden höchstens von dem Gitarristen vier Saiten gleichzeitig gezupft. Daran muss man vielleicht beim Spielen denken. So, im Sequencer drücke ich jetzt diese beiden Tasten gleichzeitig und habe damit einen neuen Song angelegt. Und wenn ich jetzt nur auf die Rekord-Taste drücke, das halte ich gedrückt und aktiviere mit diesem Knopf die Rekordspur 1, ist schon die Spur 1 scharf geschaltet. Ich starte jetzt einmal das Metronom. Und startet die Sequenzeraufnahme. Zwei Takte vor. So, und die Stopp-Taste gedrückt. Und nun nehme ich die zweite Spur auf. Rekordtaste gedrückt halten und die zweite Spur. Wir nehmen auf aus der Gruppe Reit 1. Und zwar möchte ich die zweite Strophe mit der Mundharmonika spielen. Ich lasse also die erste Strophe einfach durchlaufen und ab der zweiten Strophe übernimmt meine Mundharmonika die Melodie. Metronom. So, und auf der dritten Spur möchte ich jetzt noch Geigen aufnehmen, Rekordtaste gedrückt halten, dritte Spur scharf schalten und ich nehme auf aus der Gruppe Reit 1, Strings, da wähle ich auf Page 3 Real Strings Piano und einsetzen werde ich erst ab der dritten Strophe. Metronom. So, fertig ist meine Aufnahme. Natürlich nicht vergessen, das Ganze abzuspeichern auf den USB-Stick. Und wenn man sich das Stück gerne auf das Handy laden möchte oder auf den Computer, ein kleiner Tipp von mir, USB-Audio-Player, Aufnahme drücken und dann die Sequenz abspielen. Thank you.
Und so habt ihr jetzt eine kleine Wave-Datei gespeichert. Die wird automatisch abgelegt in dem USB-Speicher unter Audio. Seht ihr Audio 2, das war gerade unsere Aufnahme. Und dann die Sequenz abspielen. Eurer Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt. Setzt euch gerne ans Keyboard und probiert mal diesen Sequenzer mit einfachen Melodien aus.